Heute begrüßen wir ganz herzlich Daniel Sitter hier in unserer kleinen Runde, Abteilungsleiter Site Assessment. Hallo Daniel. Hallo Christian. Ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir so ein bisschen näher auf deine Person eingehen, erzähl mal, wofür steht Site Assessment? Gibt es da von der Übersetzung? Das ist zu Deutsch Standortbeurteilung, Standortbewertung. Was verbirgt sich dahinter? Wir beschäftigen uns mit dem Thema Ertrag, wie ist der Standort geschaffen, windtechnisch. Genau, dafür steht das letztlich. Okay, und du bist Leiter der Abteilung. Genau. Natürlich eine sehr elementar wichtige Position, Site Assessment. Wie bist du denn zu JUWE gekommen? Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Ursprünglich komme ich aus der Südpfalz tatsächlich, wohne da auch heute wieder, muss man sagen. Als ich bei JUWE angefangen habe, das war 2009, habe ich in Mainz gewohnt und bin zu JUWE gekommen durch einen Freund damals, der bei JUWE schon war. Und der hat mir gesagt, Daniel, die suchen da noch Leute bei JUWE, und ich kannte JUWE gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und hatte dann gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, und hatte direkt am nächsten Tag schon ein Vorstellungsgespräch. Und eigentlich wurden mir dann nur zwei Fragen gestellt. Das war: Wann kannst du anfangen und wie oft in der Woche kannst du kommen? Als Werkstudent. Als Werkstudent damals, genau. Und so bin ich bei JUWE gelandet. Das war damals noch in der Akquiseabteilung und bin dann ein halbes Jahr später in die Abteilung, wo ich heute bin, gekommen, in das Site Assessment. Habe dort angefangen über ein Praktikum. Das hat mir meine Frau damals vermittelt. Die hat damals in der Abteilung gearbeitet. Hat gesagt, hier, wir suchen da Praktikanten in der Abteilung. Wie sieht's aus? Wäre doch was für dich. Und ja, bin dann rüber gewechselt. Dein Studium hast du dann parallel beendet? Das Studium habe ich parallel beendet, genau. Als was? Als Geograf, ich bin Diplom-Geograf, genau. Und dann bist du in der Abteilung so langsam mit den Aufgaben gewachsen und irgendwann dann zum Abteilungsleiter geworden? Genau, zunächst war es so, dass ich das Tagesgeschäft übernommen habe in Baden-Württemberg damals, habe dann eine Gruppenleitungsstelle übernommen, damals hatten wir so eine Gruppenstruktur. Knapp zwei Jahre später war es dann die Teamleitung für Gesamtdeutschland, und seit ziemlich genau sechs Jahren jetzt ist es die Gesamtabteilungsleitung. Und wie der Name schon sagt, wie hast du ja gerade erläutert, Standortbewertung, was verbirgt sich dahinter? Was umfasst das alles? Wie seid ihr da auch aufgestellt? Also zunächst mal haben wir fünf Teams in der Abteilung, und zum Thema Standortbewertung gehört in aller Regel das Thema Ertrag. Das ist so mit das Wichtigste, dass wir gucken, wie viel Ertrag bringt denn so ein Standort tatsächlich. Aber auch das Thema Emissionsschutz kommt damit dazu, also so Schallberechnungen beispielsweise. Das Thema Standortbeurteilung im Sinne von Standsicherheit, auch das schauen wir uns an. Und was es dazu auch braucht, um die Erträge zu beurteilen, ist natürlich eine Windmessung. Und die führen wir auch selbst durch. Mit dem Finger, genau, in der Luft. Der dicke Daumen, das muss oft reichen. Und wenn es nicht reicht, dann haben wir ein LIDAR-Gerät. Das ist wie so ein kleiner Würfel. Ja. Und misst mit Laserstrahlen die Windgeschwindigkeit. Okay. Und so Windmessmasten, was man früher gemacht hat? Das machen wir nicht mehr. Das ist sehr aufwendig, sehr teuer, und die LIDAR-Geräte ist einfach flexibel. So ein Gerät steht in einem Anhänger, wird dadurch mit Strom versorgt, und das können wir überall relativ schnell einsetzen. Wie viele Geräte habt ihr? Wir haben 22 aktuell. Und die sind alle kontinuierlich über Deutschland verteilt im Einsatz? Ganz genau, die sind kontinuierlich verteilt. Das ist ein bisschen wie beim Flugzeug: Wenn die bei uns auf dem Hof stehen, bringen sie uns nichts, sondern die werden wirklich immer eingesetzt, und wahrscheinlich brauchen wir da auch noch mal ein paar mehr. Du hast eben von fünf Teams gesprochen. Wie viele Leute sind denn insgesamt in deiner Abteilung tätig? Circa 50 Mitarbeitende bei uns, und die verteilen sich relativ gleichmäßig auch über diese fünf Teams. Und diese Teams machen genau was? Ein Team beschäftigt sich mit dem Thema Schall, mit der Schallprognose, aber auch mit dem Thema Schallabnahmemessung. Das ist nur das Thema Schall. Sehr, sehr stark gewachsenes Team in den letzten Jahren. Das haben wir vor drei Jahren gegründet. Dann haben wir zwei Teams, die sich mit dem Thema Ertrag beschäftigen und Standsicherheit. Die machen inhaltlich komplett das Gleiche, nur weil die eben so groß sind, braucht es eben zwei Führungskräfte. Das ist dann regional so ein bisschen unterschieden auch, oder? Ja, es ist durchmischt. Aber jeder Mitarbeiter, sowohl in diesem Schallteam als auch in dem Team für die Erträge, haben eine feste Region zugewiesen, in der sie dann arbeiten letztlich. Okay, das waren die ersten drei? Die ersten drei. Dann haben wir das Team, oder ein viertes Team, was sich mit der Windmessung beschäftigt und mit IT. Die Windmessung, das sind drei Leute, die sich, wie gesagt, mit den LIDAR-Geräten, mit dem Auf- und Abbau beschäftigen und beim Troubleshooting immer wieder rausfahren, wenn es Probleme gibt. Und zwei Mitarbeitende, die sich mit IT beschäftigen, weil wir einfach sehr viel mit Daten zu tun haben. Sei es Messdaten, Ertragsdaten von Windkraftanlagen. Und wo man viel mit Daten zu tun hat, braucht man auch viele Datenbanken und viele Tools, die entwickeln wir bei uns in der Abteilung selbst. Naja, ihr programmiert praktisch auch Auswerte. Genau, das sind eigene Tools letztlich, genau.
Und dann haben wir noch das fünfte Team, auch ein sehr großes Team, das ist das GIS-Team. Mhm. Bei Juvi ein eigenes WebGIS-System mit 400, 450 Usern, die da theoretisch drauf können und permanent mitarbeiten. Und die haben das System entwickelt, stellen das bereit und entwickeln auch immer weiter. Mhm. Und der Zweck dieses GIS-Systems ist? Es ist eine Planungssoftware im Prinzip, was die gesamte Projektentwicklung nutzt. Und natürlich sind da auch sehr viele Dinge automatisiert im Hintergrund. Mit wenigen Klicks kann man sehr viele Dinge generieren. Mhm. Und das ist so ein Beispiel geben? Ein Beispiel wäre, dass wir, wenn wir Karten brauchen für eine Kabeltrasse beispielsweise, braucht es für jedes Grundstück eine eigene Karte, für jeden Eigentümer eine eigene Karte. Und wir ziehen quasi die Linie des Kabels, drücken auf den Knopf und bekommen dann Karten für jedes Grundstück ausgespuckt. Naja, okay. Das sind so automatisierte Prozesse. Früher hat man das händisch gemacht, heute ist es ein Knopfdruck. Genau, und bei euch in der Abteilung sind, glaube ich, auch sehr viele Werkstudenten, Werkstudentinnen, Praktikanten, Praktikantinnen. So zwischen 6 und 10, das variiert immer so ein bisschen. Und die unterstützen einfach auch im Tagesgeschäft tatsächlich. Sind da auch vollwertiges Mitglied der jeweiligen Teams. Und die kriegen auch Aufgaben, die im Projektgeschäft wirklich anfallen. Also jetzt nicht irgendwie nur was gezeigt, was dann Testaufgaben machen, sondern die sind an den lebenden Projekten mit dabei tatsächlich. Ja. Und ihr seid auch nicht nur in Wörstadt vorhanden. Und wir sitzen überall. Überall in allen deutschen Niederlassungen. Also noch nicht überall, aber theoretisch wäre das möglich. Ja. Das war auch vor einigen Jahren noch anders. Da waren wir alle in Wörstadt. Das hat sich aber geändert. Wir sind jetzt in Hannover, in Stuttgart, in Bochum und eben hier in Wörstadt. Mhm. Und wo eben die Bewerbungen reinflattern, da stellen wir die Leute ein. Ja. Sei es in Ansbach, Melle, Rostock, das wäre für uns völlig egal. Uns kommt es darauf an, wer sind die Leute, passen sie zu uns, egal wo sie sitzen. Mhm. Ja, super spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und weiterhin guten Wind.